Ja, servus Leute, ich bin's mal wieder, euer Jan, und willkommen zu einem weiteren Vlog. Ich wollte heute eigentlich unbedingt ein Commentary hochbringen, aber ich stehe total unter Zeitdruck. Ich muss jetzt dann auch los, muss noch Sachen erledigen. Aber ich wollte euch auf dem neuesten Stand halten. Das hättet ihr eigentlich erst im nächsten Zockerzimmer-Video gesehen. Aber ich zeige euch das einfach mal. Ich habe jetzt ein bisschen was umgeräumt und wir haben ein bisschen was hingebaut oder angebaut an meinem Zimmer. Angebaut jetzt nicht wirklich, aber wir haben halt was hingehängt. Zum Beispiel hier so eine beschreibbare Pinnwand. Ja, da ist halt auch noch der Pizza-Lieferservice, das Prospekt da, da sind hier noch ein paar Sticks zum Schlagzeugspielen und der PC und der ganze Tisch, der steht jetzt ein bisschen weiter rechts. Dann habe ich insgesamt im ganzen Zimmer ein bisschen mehr Platz, also das sieht doch schon relativ cool aus. Die Lampe, die war früher hier, jetzt sieht das alles hier voll geordnet aus und dann sieht man auch hier den PC von der Seite. Ich wollte ihn jetzt nicht irgendwie unter den Tisch oder so tun oder da hinten hin tun, weil sonst sieht man ihn ja nicht. Dann habe ich mir die LEDs und sowas umsonst gekauft. Genau, und ihr habt es vielleicht schon gesehen, also wenn man hier reinkommt, da vorne ist noch ein Putzeimer, aber das ist jetzt egal, dann sieht man hier die ganzen Rocket-Produkte. Also das macht ganz schön Eindruck, finde ich. Ich finde das saugeil und wir haben erst gestern, also der Jojo und ich haben das gemacht und wir haben dann gestern auch noch LEDs bestellt, die wir dann sehr wahrscheinlich entweder hier unten lang hinmachen werden oder dann hier oben, dass wir die dann so hinkleben, hinmachen, damit das Ganze hier beleuchtet ist. Also das sieht einfach nur dann Hammer aus. Und ich freue mich schon riesig, wenn es dann endlich mal alles fertig ist. Dann kommt hier noch ein Wandboard hin. Da haben wir schon ein paar Löcher reingebohrt. Aber das Problem ist, dass dahinter Beton ist und ja, das ist halt nicht so super. Genau, dann Briefe von euch. Vielleicht haben es ja schon einige bei Facebook gesehen. Ich habe einige Briefe bekommen. Ja, einige ist gut. Schaut euch mal den Stapel an. Das sind jetzt, glaube ich, knappe 30. Briefe und wenn ich heute nochmal hingehen würde, also ich habe das glaube ich vor 2-3 Tagen geleert, also nach dem Einkaufen war ich beim Postfach und dann war der Stapel in dem Postfach drinnen, also abnormal. Genau, ich glaube ich werde dann heute auch nochmal zum Postfach gehen und mal schauen wie viele heute da sind. Also falls ihr auch mir einen Brief schicken möchtet und eine Visitenkarte haben möchtet, dann schreibt einfach einen Brief an Postfach 0240 86 839, Türkheim. Genau, wenn ihr eine Visitenkarte haben wollt, dann schickt bitte eine Rücksendebriefmarke mit. Ja, gut, dann soll ich erstmal wieder das hier umstellen. Ist ein bisschen dunkel jetzt, weil die Lampen da oben gehen nicht. Die gehen nicht. Ja, das war's von mir. Eigentlich wollte ich heute echt ein Commentary rausbringen, aber es ist einfach nicht dazu gekommen. Ich habe die ganze Zeit Black Ops 2 gezockt. Ghosts kann man ja gleich vergessen. Wisst ihr ja, kennt ihr meine Meinung auf dem PC. Ja, Black Ops 2, das Problem ist, ihr habt es auch bestimmt schon in den letzten Gameplays gesehen, es kommt sehr oft Raid dran. Das ist nicht so, dass ich bei Raid irgendwie besser bin als mit den anderen Maps, sondern Raid ist irgendwie die Map, die am meisten gespielt wird bei Frei für alle. Jeder votet diese Map und es geht mir so extrem auf den Sack. Und das Problem ist auch noch, da die guten Spieler, die es erkennen, dass Black Ops 2 gut ist, also besser ist als Ghost, die sind jetzt halt bei Black Ops 2 und insgesamt hat sich das Niveau ein bisschen, also sehr krass gesteigert. Also ich schaffe nicht mehr so gut die Gameplays, wie das damals zu den aktuellen Zeiten von Black Ops 2 noch der Fall war. Ja, morgen kommt auf jeden Fall ein Video. Ich verspreche es euch. Ich pack's nicht her. Ich habe auch schon richtig krasse Themen mit am Start. Also ich habe hier einen Notizzettel. Hier. Ich habe hier so einen Block, wo ich meine ganzen Sachen aufschreibe. Dürft ihr jetzt nicht so gescheit sehen. Aber es geht um Black Ops 3. Wird jetzt dann sehr wahrscheinlich rauskommen dieses Jahr. Wurde von einem Treyarch mit, also von einem ehemaligen Treyarch-Mitarbeiter gesagt. Und ja, es gibt dann auch noch das Thema Piraterie. Das ist auch noch sehr, sehr interessant. Ja, das war's von mir und Servus, bis zum nächsten Mal.